Servus, grüß euch und hallo, herzlich willkommen in unserer Rezepteküche bei etza.online. Heute mit einem Omelette mit Spinat und Kirschtomaten. Die angegebenen Zutaten reichen für zwei Personen und euer Zeitaufwand beträgt nur ca. 15 Minuten. Ihr benötigt 4 Eier, 6 Kirschtomaten, 3 Knoblauchzehen, eine Frühlingszwiebel, 100 Gramm Blattspinat, 30 Gramm Pinienkerne, etwas Kokosnussöl zum Anbraten, frische Petersilie und zu guter Letzt Pfeffer und Salz. Kommen wir zur Zubereitung. Zuerst den Blattspinat waschen, putzen und kurz andämpfen, bis er zusammenfällt. Die Tomaten in Scheiben schneiden und kurz dämpfen. Den Knoblauch schälen und in kleine Stücke schneiden. Eier aufschlagen und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Kokosöl nun in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Eier dazugeben. Sofort auf einer Hälfte den Spinat und die Tomaten geben und das Ganze mit Knoblauchstücken bestreuen. Die Pfanne nun abdecken und das Omelette braten. Dann das Omelette zusammenklappen und kurz weiterbraten. Zu guter Letzt nun das Omelette auf einem Teller mit frischer Petersilie und Pinienkernen bestreut anrichten. Fertig! Für Anregungen und Fragen stehen wir euch gerne unter idee@etza.online zur Verfügung. Wünschen euch nun viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit. Euer etza.online-Team.